Hier sind Pümpchen, hier sind Pümpchen. Muss ich hier vielleicht sogar lang? Oh, da oben sind unsere Kinder. Ja, ich muss hier lang. Okay, dann gucke ich erstmal da vorne. Bin ich hier gerade schon wieder so ein bisschen dudelig im Kopf? Sagen wir so ein bisschen verschwommen aus. Okay. Kann ich nicht rein. Verbindung X, Lagerung, Gefahr. Kein offenes Feuer. Gut. Nein, ich lasse es natürlich an. So, hier auch zu. Ich bin irgendwie immer noch hier. Hier liegt noch eine Notiz. Was haben wir denn hier Schönes? 30. April 1899. Die Kiste traf heute Morgen ein und, ich ließ sie direkt in die Werkstatt bringen. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Er ist an sich humanoid, hat aber schwere Skelettverformungen erlitten. Der deformierte Oberkörper, der Rückschlüsse auf erhebliche Muskelmasse und Deplatzierung zulässt, wird von Lederbandresten umgeben. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser unglückliche barbarischen Operation ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man Versuche anstellte, seinem krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen, aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht. Und ich vermute, dass mein Großonkel Schuld an seinem seltsamen Zustand trägt. Zum einen Quasimodo? Fragezeichen. Frage 2. Kugel der Macht, mein Großonkel Schuld. Ist das so gerade so eine kleine Anspielung auf Amnesia The Dark Descent? Ne, mit der Kugel und so weiter? Es ist also möglich. Wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen und den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution beschleunigen. Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentierte an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sentimentalität verdorben sind. Nein, wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die loyal, schlau, stark und schnell satt wird. Also, klang ein bisschen nach The Dark Descent, aber Entsorgungsrohre. Aber ich glaube, es ist doch was anderes gemeint. So, ich weiß gar nicht, was hier genau gefördert wird. Das können sieht ein bisschen aus wie so fein gemahlene Kohle, so ein bisschen. Chemikalientransport, Gefahr durch Ätzen, höchst entzündlich. Achso, bei beiden Seiten, alles klar. Gut, komme ich hier rein oder muss ich zur anderen Tür? Ja, hier ist zu. Natürlich. Macht es aber einfacher, wenn es nur einen Weg gibt. Hä? Oh nein. Lass mich raten, ich muss hier rein. Natürlich. Guten Abend, Strickmann. Gut, alles klar. Warum durch die Tür gehen, wenn es auch den Chemikalientransport gibt? Oh, er träumt von Vögeln hoch über den Baumkronen des Dschungels. Ein Jaguar, der im Morgengrauen hustet. Okay. Ach, alles gut. Besser spät als nie. Oh, hier fühle ich mich wohl. Das erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an Monstrum. Also so von der Umgebung. Enger Raum. Alles aus Eisen. Gruselige Monster draußen. Game over. Das ist das Ende vom Spiel. Ach, schade. Oh, machen wir gerade den Jaguar? Alles dreht sich. Wo ist man hier raus? Ah, Luft. Och nö, natürlich direkt Telefon. Der weiß genau, dass wir wach geworden sind. Erstmal. Sabotage.
lädiert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt, aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden. Und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen und unaussprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge. Beseitige die Überschwemmung. Befreie deine Kinder. Vor allem, dass wir so pauschal von einem Saboteur ausgehen einfach. Finde ich schon interessant. So. Die Kinder habe ich gerade noch gesehen. Die liefen hier noch rum. Die waren gut drauf. Oh. Scheinbar hat hier unten ein Zahnarzt seine Praxis. Oh. Ach cool. Ich bin die Pixar-Lampe. Kenn ich mal noch die Pixar-Lampe? Ja gut, kennt man auch, ne? Durch Elektrizität so ein bisschen die Nervenzellen stimulieren. Oh, dann haben wir hier Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Toren gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das Vorhängeschloss ist alt, aber robust. Und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Okay, ja, dann würde ich sagen, da schauen wir doch auf jeden Fall mal. Aber erstmal hole ich mir noch die Notiz hier. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenburg Vitae Infusion und einem Teil Orgon Monade Disperser Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich, nachdem sie injiziert wurde. Aber sie kann mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Aha, da ist es nämlich, unser Rezept, wie wir das Ding aufmachen. Und Brennenburg Vitalinfusion. Ist das auch wieder so eine Anspielung auf The Dark Descent? Also nochmal simpel. Brennenburg ist ausreichend. Sie kann das Objekt dann nach dem Zusammenbau intravenös verabreicht werden. Okay. Jetzt die Frage, wo kriegen wir diese beiden Chemikalien her? Wahrscheinlich müssen wir erstmal hier die Lampe drauf richten. So, vielleicht. Frage, wo kriegen wir die Chemikalien her? Müssen wir die jetzt von hier irgendwo erstmal besorgen? Ich gehe erstmal runter gucken, was da so ist. Ich meine, das ist, leuchtet sehr schön grün. Ist aber nur eine Lampe. Okay, kann ich alles anmachen. Hier ist wieder so ein Aztekentempel. Wie so ein Dudelsack. Alles klar. Achso, hier muss ich die wahrscheinlich mischen.
Die Zentrifuge. Die scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein. Und es stinkt definitiv nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon zu oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung einem flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Ja, das klingt doch sehr vielversprechend. Okay, irgendwo in der Nähe, sagst du? Ja, okay. Drei Einfassungen gibt es hier. Hier kann ich das Ding wahrscheinlich einschalten. Niedrigtemperaturlager. Käfige. Was zuerst? Käfige oder Niedrigtemperaturlager? Was wollt ihr zuerst? Nochmal einen Schluck trinken. Holding pens. Low temperature storage. Okay, aktuell kann ich hier noch gar nichts machen. Gut. Ich hätte das wieder sehr entscheidungsfreudig, dann nehme ich die Dinger hier. Niedrigtemperaturlager. Klingt schöner. Käfige klingt schon wieder so nach Schweinchen. Okay. Alles klar. Lass mich raten, hier kann ich nicht lange drin sein, oder? Plöpp. Achso, hier ist noch eine Notiz, alles klar. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch. Vorne und hinten. Was? Und alles läuft mir die Beine runter. Blut und Exkremente. Was nimmt das hier gerade für Züge an? Meine Lungen liegen in meiner Kotze und jetzt gebe ich Organklumpen von mir auf den schmutzigen Stein. Trink das, sagt er, und ich trank es. Wegen der Veränderungen, die mein Inneres nach außen kehren, niese ich meine Zähne raus, die wie Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden. Aber ich sammle so viele, wie ich kann und schiebe sie mit meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen. Aber die Nägel sind weich und fallen aus. Bah! Trink es, sagt er. Es wird gegen das Fieber helfen. Denn nicht alle von uns halten die Veränderung aus. Auf dem anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat... Was? Aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter die Decke gereicht wahrscheinlich. Und ich hörte, wie es trank. Oh mein Gott, wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Sowas wollte mir gerade was zu essen machen. Entschuldigung! Das war ja nicht absichtlich. Ich wusste, ich wurde ja nicht mal vorgewarnt. So, und jetzt, let's go. Hui! Ich will sowas für zu Hause haben. Hä? War hier nicht gerade ein Weg? Sag mal, ich bin doch hier richtig, oder? Ich gehe hier nicht lang. Hä? Verkriege ich mich jetzt hier unterm Tisch? Noch besser hinterm Tisch. Oh, hier ist kalt drin.
Hallo? It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Was war das denn gerade? Verdammt! Kann das Spiel mich nicht mal vorwarnen? Alter! Oh mein Gott! Auf einmal spawnt da so ein Vieh und jagt mich. Geht's noch? So. Aber wenigstens einem von den Dingern hier ist da. So. So, dann müssen wir auch in die Käfige. Da kann ja nur was werden. Was soll schon schief gehen? Oh nein. Ruhe, die Neuerwerbungen dürfen nicht erschreckt oder aufgeregt werden. Oh nein. Das ist doch wieder prädestiniert, dass hier wieder irgendwas passiert, oder? Sind Kartoffeln. Och nö, nicht schon wieder. Meine Lampe macht momentan noch keine Probleme. Hier komme ich nicht durch. Noch nicht. Hier komme ich gar nicht rein. Ja. Ganz ehrlich, warum liegt hier ein Teddybär? Ein paar alte Lumpen. Wahrscheinlich so alte Unterhosen oder sowas. So, und eine Notiz. 20. August 1899. Habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. The Pilzart. Das müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sich jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne, wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Also wir haben scheinbar auch an Menschen geforscht. Wir sind scheinbar so ein bisschen irre geworden auch. Sie warten wie Vieh in einer Kreie mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. Ihre Notdurft. Dann frage ich mich, kann ich mir schon vorstellen, warum stinkt und schmutzig ist. In den Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas. Ich höre das stumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt. Denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Wir sind absolut irre. Wir sind nicht ein bisschen durchgeknallt, wir sind absolut irre einfach. Völlig wahnsinnig. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Du kommst scheinbar auch wieder Flashbacks. So, die Tür ist zu.
Die jetzt auch. Ach so. Ach ja, natürlich. Komme ich eh nicht mehr durch. Puh, willkommen zurück. Ist es weg? Bitte lass es weg sein. Mann, wie eklig war das denn jetzt gerade? Das ist auf zwei Beinen gelaufen. Wo ist es hin? So, wahrscheinlich hier lang.